Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten zwei Folgen haben wir als erstes ein Rettungssystem gebaut, damit wir unsere Raumschiffe wieder gescheit verwenden können. Und es auf den Weg zum Mann gebracht mit einem neuen, mit einem dreistufigen System, vierstufigen System, wie man es sehen will, was eigentlich kein Debris zurücklassen kann, darf, sollte. Das werden wir heute weiter verwenden, indem wir unseren Orbit machen und dann intercepten mit Alpha Centauri V2. Crew transferieren und alles drum und dran. Oh, wir werden ein Debris zurücklassen. No, den habe ich gar nicht berechnet. Doch, nee, kann ich. Ich kann es andocken, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, hat es einen Dockpunkt. Es darf bloß nicht zu weit wegfliegen. Dann ist alles okay. Dann kann ich es weiter verwenden. So, hier vorspulen. Eine Stunde. Wir dürfen jetzt auch nichts hier übersehen, dass irgendwas uns ausgeht, aber... warum hält jetzt auf einmal der Akku nur noch 2 Stunden? Die Ladung ist nur noch bei 19%? Please, what? Warum? Da steht sogar, also er kennt sogar, dass er Flüssigtreibstoff hat, aber wie viel? Das sagt mir nämlich... Der Akku hält noch 2 Stunden, das ist ja richtig uncool. Why? Why do you do that to me? Why? So, jetzt muss ich da nicht herausfinden, wie ich am besten das mache. Da ist nicht die Dragon Space Castle. Ja, ich weiß. Wir haben noch aber eine Stunde und das ist noch 5 Minuten entfernt. Das werden wir überleben. Durch den Schub kriegen wir dann nämlich wieder Akku. Es reicht, du kannst aufhören vorzuspulen. Ich will SRS aktivieren und gegendrehen. Das wird jetzt aber nochmal Akku kosten, glaube ich. 13 Minuten, ja, das geht aber. Und vor allem haben wir nicht weiter zu drehen. Ah, und unser Lieblingsziel, absolut. Wir haben so viel schon auf dem Mann probiert, aber alle, wie es auch die NASA sagte, alles, was auf Mars funktionieren soll und anderen Planeten, muss halt erstmal auf dem Mann funktionieren, weil wir da alles ein bisschen flotter testen können. So, jetzt müsste der Akku aber wieder steigen, oder? Unendlich, sagt er jetzt. Immer noch Ladung 4. Alter, wollte mich verarschen. Wie lange soll ich denn da burnen? Ich kann nicht so viel burnen. Warte mal. Stopp, das war... No. Ja. Ich glaube, wir können in einer Runde eine Interception schaffen. 2 Stunden entfernt. Das wird für den elektrischen Strom geil, wir müssen. Da 3-9. So, okay. Wie lange hält der Akku? 1 Stunde. Fucking shit of hell. Und wie lange ist das entfernt? 2 Stunden. Okay, wir müssen eine andere Möglichkeit finden. Drehen wir nochmal die Zeit runter. Vielleicht kriegen wir es irgendwie noch besser, timingmäßig zu werden. Na, wir machen mal einen neuen Manöverpoint. Manöver hinzufügen. Egal wie viel es kostet, wir müssen es machen. Wir brauchen halt einfach den Schub volle Wäsche. So, das ist jetzt der interessante Spot. So, okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Höhe einstellen, die Höhe anpassen. So. Geht immer noch.
Nein. Nein, also 08 ist eh gut. Aber ich hätte halt gehen. Sagen wir es mal besser. Ja. 05. 04. 03. 04, okay, dann gehen wir wieder auf die 03 zurück. Manöverpoint ausrichten. Das sind jetzt 188 Meter pro Sekunde, also auch wieder nicht viel. Das ist halt das Schlimme. Unser Akku geht halt... Wir kriegen diesen blöden Akku nicht voll. Das ist uncool. Wie weit werden denn entfernt? 36, aber auch nur 36 Minuten bedeutet, wir sind flott unterwegs. Zu dem Burnpoint. Schubzeit ist auch nur eine Minute. Hier vorspulen. So, warte mal. Zack, zack, zack. Jetzt werden wir ein bisschen selber noch vorspulen. Bisschen selber die Time regeln. Wir brauchen 12 Sekunden oder so. Das sollte passen. Und Vollschub. Ich hoffe jetzt, dass er das gut hinkriegt. Komm schon, bitte. Please, just take it. Take it, take it, take it, take it, take it. 18%, Alter. Wir kriegen nicht mehr so viel rein, wie wir bräuchten. Jetzt stabilisieren wir das Ganze, indem wir ruhiger burnen. Und halt auch langsamer. So. Bisschen flotter noch, weil es ist ja noch ein bisschen was übrig. So, jetzt sind wir hier bei 2 Meter, bei 1 Meter. So, und jetzt gehen wir auf die kleinste Zahl zu. Zack. SRS aus. 1 Stunde 38. Zielpunkt erreichen wir aber in 29 Minuten schon. Wenn wir jetzt schon mal schauen, Zielunterschied. Oh Gott, das wird lustig. Hierher vorspulen. Wir machen halt voll den schnellen Burn jetzt. Und das kann uns auch wiederum killen. Ne? Das ist hoffentlich alles klar. Wenn alles gut läuft, sind wir gut dran. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja, ich weiß, dass das jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber wir müssen es akzeptieren, wie aktuell die Situation ist und nicht dagegen kämpfen. Also was wir schon mal machen können, ist dich... rückläufig ausrichten. Denn das wird gleich passieren, dass wir uns hier... Entfernung 3 Kilometer. Alter, jetzt habt ihr... sich das Ganze schon wieder verändert. Das können wir rein theoretisch jetzt noch ein bisschen SRS sogar anpassen, glaube ich, oder? Das sind wieder 3 Kilometer Entfernung. Das war nicht das Ziel. No. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Ich weiß nicht, ob das auch Schub gibt. Hä? Nicht SRS. Also, warte mal, ich wollte mal... Ich weiß nicht, macht das besser oder nicht? Relative Geschwindigkeit. Ich will mal ganz kurz einen Schub machen. Ob dann unser Punkt auch kleiner wird, würde mich interessieren. Nee, nicht. Okay. Ja, dann müssen wir es so akzeptieren, wie es gerade ist. Den Rest können wir dann eh noch mit Schub und allem nachholen. So, der relative Unterschied, Geschwindigkeit, die passt. Interception, dann werde ich so in 12 Sekunden anfangen zu burnen. Na, 15 Sekunden, dann sollte es gut passen. Da sollte es gut passen. Und zwar... Nein, warte mal. Jetzt.
So, okay, jetzt tun wir uns zielmäßig ausrichten. Sollte der Akku auch dementsprechend noch für die ganze Mission reichen, hoffentlich. So. Nothilfe-Batterie ist wieder aufgeladen. Wait. Nee, wir hoffen jetzt genau über den Punkt, wo sie sagt, wollen die knapp werden? So 0,1 cm Abstand. Also 100 Meter wahrscheinlich. Das würde dir sogar passen. Jetzt hängt das Spiel kurz. Game, komm zurück. Come back to life. Ich habe irgendwas gedrückt, was dem Spiel gar nicht getaugt hat. Game. Game. Spiel. Ah, da ist es wieder. Oder? Ja, es hat gepiept. Es hat gepiept. Oh, es hat gepiept. Ich sehe da unten was näher kommen. Das schaut mir so nach Alpha. Ihr seht es nicht. Da unten ist ein fettes Teil, was einfach immer näher kommt. So, wir tun uns gegen rückläufig. Es kommt einfach mit unglaublicher Geschwindigkeit schneller. Daher. Ich kann die Entfernung auch gerade nicht abschätzen. Wie weit ist denn das entfernt jetzt? 1000 Meter, okay. Alter, das schießt daher mit Karacho. Kimmele Ding und Kimmele da kommt es daher. So, ich kann aber das andocken. Bedeutet, ich muss nachher schauen, dass ich das irgendwo in der Nähe anstecke. Da kommt es daher. Als erstes wird der Körper... Nee, scheiße, kann ich ja nicht. Als erstes muss ich einmal andocken irgendwo. Einfach damit wir das CO2 entfernen. Ansonsten wird das eine Todesgrube. Hallo Station, wir sind wieder da. Den Rest lösen wir jetzt relativ langsam und smooth. SAS an. So, wir müssen dann als erstes Ziel das setzen. Dann docken wir dort an. Alter, das wird Katastrophe, ich sag's euch. Das wird die pure Katastrophe. Bisschen schneller vorbei moven. Wir werden das Teil jetzt da oben lassen, damit wir schön unten manövrieren können. Das sollte hoffentlich funktionieren. So. Bremse einleiten. So, okay. Eher mal aus kurz. Jetzt tun wir Knoten entkoppeln. Und dann gehen wir wieder auf R. Es geht jetzt nur darum, dass wir sozusagen dieses als Ziel setzen. Dann das hier als Ziel setzen, von hier steuern beziehungsweise. Und jetzt hat hier den dementsprechenden Modus aktivieren, damit wir... Ne, runter, 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 links, rechts. So. Wir drehen das Teil kurz. So. Alter, ich hasse den Part hasse ich bis heute noch. Das ist immer so eine Sache. Warum ist es schon wieder invertiert? I hate it. So. Okay, jetzt müssen wir
R wieder aktivieren. Der Vorteil an dem Raumschiff ist halt, dass es extrem schnell ist von der Steuerung her mit dem SAS. Bedeutet, du kannst schnelle Steuerungsbefehle durchführen und bist aber auch schnell wieder so, wie du es brauchst. Was jetzt in unserem Fall zum Beispiel vorteilhaft ist, wir tun jetzt dann erstmal das CO2 abpumpen, setzen den Körbel in die dementsprechende Vorrichtung, also ins Center oben. Und dann sollte das passen. Ich operiere gerade eigentlich nur auf Zahlen, ne? Das ist auch Bescheid. Jetzt erstmal anpassen, die Punkt. Nachteil bei sowas Starkem ist, dass du nicht reduzieren kannst. Du musst mit der Menge gehen, die du hast. So. Angedockt und eigentlich sollte jetzt in dem Teil hier zum Beispiel, warte mal, wir müssen jetzt hier alles zumachen wieder, CO2 eingespeichert werden, oder? Ja. Und jetzt hat Alpha Centauri eigentlich kein Sauerstoffproblem mehr, oder? In der internen Atmosphäre sind immer noch 12%. What? Wir haben es doch gerade aufgepumpt, also ausgesaugt. Ist doof, hä? Was passt denn jetzt schon wieder nicht hier? Ich sehe hier 26,14 Kohlenstoffdioxid, die ich aus der Atmosphäre gepumpt habe. Warum sind die da immer noch drin? Na gut, wir können aber hier wenigstens Schild öffnen. Schild öffnen. Dann docken wir wenigstens um, ey. Dann machen wir es gescheit. Keine Ahnung, warum jetzt auf der internen Atmosphäre immer noch so viel drauf ist. Das ist komplett weird. Schild machen wir auch auf. Wir sind im Parkmodus, da sollten die Docks sich öffnen können auch. Also hier steht immer noch 2%. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht. So. Wir tun das jetzt hier nochmal abdocken. Und jetzt machen wir hier auf Wechsel. Als Ziel setzen. Von hier steuern. Also machen wir jetzt erstmal einmal kurz. So. So. Nein. No. Okay, er wieder an. Zack. Das funktioniert schon wieder. Wir müssen es jetzt einmal nur außen rumbringen, docken, den Typen umpumpen und dann sollten wir hoffentlich eine atembare Atmosphäre kriegen. So.
Come on. Come on. Man sieht eh, wie schnell das jetzt eigentlich ist. Wenn man überlegt, wie schnell es sein sollte grundsätzlich. Du hast ja bestimmt auch, also ich muss mal gucken, aber du hast bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Nähe von der ISS, um halt Unfälle zu verhindern. Ich weiß jetzt bloß gar nicht, wie schnell du da sein darfst und in welchem Radius das alles ist. Ja, da gibt es eine bestimmte Zone, wo halt dementsprechend aufgepasst werden muss. So. Da sind auch keine Pflanzen. Luke öffnen. Luke öffnen. Dann tun wir jetzt hier Knoten entkoppeln. Wieder ump. Nutzen. Als Ziel setzen. Von hier steuern. Erst hier ist einmal an. Wieso? Ich habe doch einen No-Target-Port. Habe ich doch sicher. Klar, hier unten. Ziel entfernen, als Ziel setzen. So, jetzt hat er das. Jetzt hat er es kapiert. Ich hoffe, der Abstand reicht. Ja, der reicht locker. So. Das Witzige ist ja, dadurch, dass wir auf der anderen Seite sind, haben wir echt den perfekten Abstand. So, okay. RCS an und jetzt wird... Ich muss hier in den Zwischenspot kommen erstmal. Fuck, ich verfliege mich gerade. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Gas hier. Wir haben noch nicht all day. So. Vollgas, Jungs. Voll Karacho. Joinken. Nope, das war zu weit. Wir müssen unsere Station vor CO2 retten. Gejoinkt. Was ich aber sonst nicht kapiere, ist, wie du zum Beispiel das alles machen sollst, dass du zum Beispiel das CO2 wieder rauskriegst. Aber wahrscheinlich muss dafür ein Pilot oder sowas rein sein. EVA machen. So, jetzt kommt der EVA-Flug. Leertaste R aktivieren. Es ist ja schon ein massives Teil, das darf man ja auch nie vergessen, ne? Nein, oh fuck.
greifen und betreten. Mach mal hier Licht an. Damit man sieht, dass du vor Ort bist, so. Und du machst jetzt hoffentlich endlich mal, dass das hier alles over ist. Ja, jetzt funktioniert es wieder perfekt. Ich bin gerade ehrlich beim Überlegen, ob ich die dran lasse und halt irgendwo jettison. Weil es jetzt nur wieder viel Aufwand. Und das werden wir jetzt auch machen. Es ist ja nicht doof, dass wir die dran haben. Die können wir sonst jederzeit entfernen oder ich mach das mal. Aber ich will jetzt mit euch zum Ende der Folge auch kommen. Bedeutet, wir müssen das Teil jetzt abkoppeln, Knoten entkoppeln. Wir müssen das Teil wechseln, unser Zielport setzen. Als Ziel setzen. Von hier steuern. Düseantrieb setzen. Solltet ihr sehen mal, wie steuerhaft so ein kleines Teil sein kann, ne? Das ist der Wahnsinn. Also ich bin jetzt gerade echt erstaunt, wie gut das funktioniert auch teilweise. Okay, R an. Nein, andere Richtung. So. Einfach gerade nach oben. Sozusagen. Sollte ja jetzt nicht die Schwierigkeit sein. Yes, 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 yes. Wieder eine bisschen längere Folge, aber wir haben heute wieder viel Docking gemacht. Und in der nächsten Folge müssen wir dann halt darum kümmern, dass wir dementsprechend das erreichen, was wir sonst noch erreichen wollten. Wo ist denn das da jetzt hin? Das haut ab! Bleib da! Also ich hätte doch keinen Dreck überlegt lassen. Ich habe doch mit irgendwie mitgedacht, wahrscheinlich Unterbewusstsein. So gedacht, so, keine gute Idee. Wir machen trotzdem noch ein bisschen mehr Abschnitt einfach zur Sicherheit rein. Vier Meter sollte reichen zum Andocken. So. Und dann wird das in die Gegenrichtung geböhren und ab geht's nach Hause. Ich will nach Hause telefonieren. Wir telefonieren aber heute nur zum Mond, mein Freund, weil die Tarife sind sonst zu hoch. Viel zu hohe Tarife. Der Mars-Tarif ist immer noch sehr, sehr hoch. Joink. Bedeutet, wir gleich mal gegendrehen. Von hier steuern. Jetzt darf der sich auch voll drehen. Weil eigentlich sind die anderen Teile ja auch mit Wasserstoff und voll betankt und haben Adapter und weiß der Kuckuck was. Also rein theoretisch sind die auch ganz gut. Doppelt so viel Boost. Die Bomben sind jetzt voll aus. Und ade! Sind wir schon im Suborbit? Und ja, meine Freunde, damit würde ich euch jetzt auch dann verlassen. In der nächsten Folge werden wir die Länder andocken und halt vorbereiten, dass diese an unsere Station kommen. Da haben wir jetzt eh unseren Piloten, der dann dafür zuständig ist. Der muss sich halt dann um alles gefühlt kümmern. Aber hey, das würde ich schon schaffen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.